Andy auf der IFA und nun sind wir beim Unternehmen. Es gibt da einen Herrn namens James Dyson, der hat ein Unternehmen zu einem Weltunternehmen geführt mit seinem Erfindergeist. Den Mann haben wir nicht hier, aber eine fachlich hochkompetente Dame, mit der wir mal über Produkte der Firma Dyson sprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Frau Neubauer. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Frau Neubauer, es wäre schwierig, hier über alle Produkte zu gehen. Sie haben aber für mich eins ausgewählt. Erklären Sie uns das doch mal ein bisschen. Was kann es, was leistet es und so weiter und so weiter. Und so weiter und so weiter. Ich habe für Sie rausgesucht den Dyson DT62. Das ist unser kabelloser Handstaubsauger. Er ist besonders leicht und das hat den Vorteil, dass man damit nicht nur den Boden reinigen kann, sondern auch schwer erreichbare Bereiche reinigen kann, wie zum Beispiel Decke, Lampenschirme etc. Das Gerät hat eine Laufzeit von ungefähr 20 Minuten und ist deswegen ideal für die kurze Reinigung, so zwischendurch, eben mal in der Küche, wenn die Krümel beim Kochen runtergefallen sind, kurz von der Ladestation nehmen, wegsaugen, wieder einhängen und schon ist der ganze Bereich gesäubert. Es war aber doch früher immer so ein bisschen die Meinung, dass das so ein bisschen Add-on-Geräte sind. Aber das ist es ja eigentlich mehr nicht mehr, denn der hat ja eine sehr beeindruckende Saugleistung. Genau, der leistet genau das gleiche wie ein normaler Staubsauger. Wir bedienen uns ja wie alle unsere Geräte der Dyson-Zyklon-Technologie. Das heißt, konstante Saugkraft über die gesamte Laufzeit hinweg. Das Gerät hat einen digitalen Motor, das heißt, er ist besonders effizient und kraftvoll. Ich habe mir sagen lassen, dass sehr viele Kunden das auch schätzen, dass er so handlich ist, leicht ist, dass man ihn über Kopf benutzen kann, zum Beispiel für Spinnweben an der Decke und so weiter. War das von vornherein Teil der Entwicklung? Ja, das ist natürlich so. Es ist ja, fällt ja nicht nur Dreck auf den Boden an, sondern, wie Sie schon sagten, auch Spinnenweben, die sind immer ein bisschen ärgerlich, da kommt man auch nicht so richtig dran. Das ist natürlich schön, wenn man kurz mal das Gerät auch vom Boden abheben kann und die Decke damit auch entsprechend reinigen kann. Wenn man so sich die Unternehmensentwicklung anguckt, denken Sie, das geht noch weiter? Also haben Sie da Informationen, die Sie vielleicht schon sagen dürfen, dass auch diese Geräte noch leistungsstärker werden, noch länger saugen und so weiter? Ganz sicher werden die Geräte noch leistungsstärker. Gerade bei Dyson, wir investieren sehr viel in unsere eigene Motorenentwicklung, unsere digitalen Motoren. Versetzt uns in die Lage, auch zukünftig kleine, leichte, leistungsstarke Geräte auf den Markt zu bringen. Ich selber bin gespannt, was es noch geben wird. Jetzt sind wir aber gespannt, weil ich lasse Sie nicht aus diesem Interview heraus, bevor Sie uns nicht erzählen, was ist dieses runde Gerät dort draußen. Ich darf mal vorgreifen. Ich vermute, das ist ein Saugroboter. Den haben ganz viele Firmen schon. Ich bin aber total gespannt, wenn Dyson sowas macht. Dann steckt wirklich was dahinter. Klären Sie uns auf und insbesondere klären Sie den Zuschauer auf. Genau, was Sie draußen sehen, ist der Dyson 360i. Das ist der erste Saugroboter von Dyson. Wir haben lange dran gearbeitet, 10 Jahre lang. Wir haben aber auch immer gesagt, wir bringen erst dann einen Saugroboter auf den Markt, wenn er wirklich funktioniert. Soweit ist es jetzt. Der Dyson 360i verfügt über ein 360-Grad-Vision-System, das quasi die gesamte Wohnumgebung auf einmal erfasst. Es ermöglicht dem Gerät dann eine entsprechende Raumkarte zu entwickeln und anhand dieser reinigt er den Raum ganz systematisch. Jetzt brauche ich Sie gar nicht direkt fragen, denn es ist wirklich kein Witz vom Mitbewerb, habe ich mir sagen lassen, dass man schon weiß, dass der eine unglaubliche Saugkraft hat. Ist dem so? Wie alle unsere Geräte hat auch der 360i eine konstant hohe Saugleistung. Ist ganz klar, denn auch hier ist unsere patentierte Zyklon-Technologie verbaut. Insofern hat er über die gesamte Leistungsdauer von ca. 30 Minuten eine konstant hohe Saugleistung, ja. Man kann es also so verstehen, während es sicherlich andere auch gute Produkte gibt, die mit Software-Technologie mehrmals an dieselbe Stelle kommen, nimmt dieser Roboter wahrscheinlich den groben Dreck wirklich schon beim ersten Mal auf. Kann man sich das so vorstellen? Das kann man sich genauso vorstellen, ja. Dann würde ich sagen, sind wir hochgespannt, wenn er im Markt ist. Wo wird er dann zu haben sein? Er ist ab Anfang nächsten Jahres erstmal in Japan erhältlich und dann peu à peu in der ganzen Welt. Ich denke mal in Europa so ab Sommer 2015. Da stehe ich im Laden, seien Sie gewiss. Liebe Frau Neubauer, herzlichen Dank für diese Informationen und eine gute Messe. Sehr gerne, Ihnen auch.